Unser Eulenherz schlägt heute mit Julius Meyer-Siebert, der Nummer 13 der Eulen, präsentiert von der GAG. Julius, am 1. Juni, 18 Uhr, Heimspiel gegen Coburg. Es ist dein Abschiedsspiel. Mit welchen Gefühlen gehst du in die Abschiedsvorstellung? So ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Also einerseits habe ich schon eine große Vorfreude, aber ich denke, da wird auf jeden Fall auch so ein bisschen Wehmut dabei sein. Im Moment geht es noch einigermaßen, aber je näher das rückt, merkt man dann, dass danach dann tatsächlich die Zeit bei den Eulen vorbei ist. Aber ich versuche mir vor allem die Vorfreude zu erhalten. 2,5 Jahre hast du hier gespielt. Was hat die Zeit für dich sportlich, menschlich gebracht? Ja, menschlich habe ich mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Denke rückblickend bestimmt auch ein bisschen daran gewachsen zu sein, hier in einem jungen Team dann mehr und mehr Verantwortung zu übernehmen. Und auch sportlich war es mit Sicherheit auch turbulent. Aber ich denke auch da, dass positive wie negative Erfahrungen eben Erfahrungen sind, die einen dann hoffentlich weiterbringen. Das Lehrer Heisenberg hat dein Spielerpatronat gehalten. Wie sind deine Erinnerungen, deine Erfahrungen mit den Verrückten? Ja, super positiv. Also die haben uns ja wirklich vom ersten Tag an unterstützt, mich unterstützt. Selbst bei meinem Umzug damals schon mitgeholfen, also wirklich ab dem allerersten Tag. Und dann, egal ob am Spielfeld getrommelt oder auch privat mit denen was unternommen, die waren immer da und das ist nicht selbstverständlich. Deshalb bleiben die mir auf jeden Fall in Erinnerung. Julius, wir als Medienteam danken einem überragenden Spieler, das nicht nur wegen seiner 2,06 Meter. Danke für alles. Danke dir auch.